Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kona. Und er empfiehlt uns im Dunkeln die Taschenlampe zu benutzen. Ja, natürlich. So, wir sind immer noch in dem Haus des Patrioten, diesem Chaoten. Wir müssen ein Getränk besorgen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir uns jetzt mal hier in Richtung La Move machen. Würde ich sagen, wir machen das einfach mal. So, wir gehen hier raus. Unser Auto steht auch noch da. So, dann nehmen wir da mal rein. Ja, wir fahren mit einem Auto, komm. Bin natürlich immer so ein bisschen zufrieden, wenn ich mein Auto stehen lassen kann. Aber in dem Fall, wir werden hier nicht einfach durch die Prärie laufen. If Carl had at any point wished to get his hands on some caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. Ja. So, dann biegen wir mal hier nach links ab. Boah, komm schon, was ist denn los hier? Was ist denn das hier für ein Lenkradius? Kann die wahr sein hier? Ist das Auto kaputt oder was? So, wir fahren mal vorsichtig. Denn wir sehen so gut wie gar nichts, ja. Wir müssen uns mit der Geschwindigkeit anpassen. So, was haben wir hier? Was ist denn hier? Was ist denn da? Hallo? 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 So geht das nicht. Jetzt kommt erstmal eine Verkehrskontrolle. Ja, also so geht's nicht. Kann nicht wahr sein. Überall nur Leute, ja, die hier ihren ganzen Scheiß Dreck liegen lassen. So, Holz. Sehr schön. Nochmal Holz. Brauchen wir nicht was. Was ist das? Was? Eisenwaren. Wofür wir die auch immer brauchen. Ich weiß es nicht. Oh. Hier los. Hier wurde wohl eine wilde Party gefeiert oder was? Feuer. Warte mal. Pass auf. Ey, was ist das? Eine leere Flasche. Ist das vielleicht eine Flasche, die wir hier brauchen können? Warte mal, pass mal auf. Wir machen hier erstmal Feuer. So, komm, sprinte mal ein bisschen. Carl, ja. Gib mal Yumi. So, pass auf. Es werde Licht. Und es war Licht. Gehen wir weiter? Wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Okay. Seht mich an, ich habe Feuer gemacht! Kennt ihr ja den Film, ne? Hier, Cast Away. Verschollen. Mit Tom Hanks. Habe ich, glaube ich, schon des Öfteren in meinen Let's Plays erwähnt. Aber okay. So. Wir steigen ein. Wir werden zusehen, dass wir den Verantwortlichen hierfür finden. Für diese Müllhalde. Ja. So, wir fahren einfach mal schön langsam weiter. Mit dem Lenken habe ich es halt in dem Spiel nicht so. Okay, er lädt wieder. Ne? Das kennen wir ja auch schon, aber das ist ja gar kein Problem, meine Lieben. Ich weiß, dass ihr damit einverstanden seid. So, schön vorsichtig. Boah, man sieht ja nichts hier. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, Auto. Oh, Stoppschild. Oh, oh, überall. Oh, oh, okay. Oh, 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 oh. Wir steigen aus. Oh, 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 seht ihr da? Oh, 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 ah, oh, ah, okay. Gut. So, stopp. Untersuchen. Sometimes, and especially around here, people are so possessive with their land, as a dog is with hydrants. Ah ja, okay. Wir schauen mal hier rein. Oh, 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 oh. Oh, oh. Hallo? Hä? Oh. Aha. Brief für wir nennen ihn einfach mal Lamotte. Sehr geehrter Mr. Lamotte. Hier erhalten Sie Zünd... Was? Was? Hier erhalten Sie die Zündkerze, die Sie für Ihren Skido Olympique bestellt hatten. Das ist ein sehr beliebtes Modell, deswegen ist es schwierig, in der gewohnten Zeit neue Ersatzteile dafür zu finden. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für die Werkstatt Potwin und Söhne in Shibakapalaka entschieden haben. Mit freundlichen Grüßen, Geatin Potwin. Ja.
Nehmt das mir natürlich nicht übel. Ey, war mal eine Zündkerze? Ey, eine Zündkerze? Ey, pass mal auf, Alter. Ey, Alter. 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 Pass mal auf. Da geht das auf jeden Fall lang. Da geht das auch definitiv nach oben. Aber, bevor wir... Können wir hier rein? Nein! Ich wollte gerade sagen, wir brauchen Schlüssel. Aber wir haben ja einen Bolzenschneider dabei. So, mal auf das Ding hier. Schönen guten Tag. Spinne Chantal. Lamottes Werkstatt. So, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Tja, wir wissen es nicht. Kann man das Ding aufmachen hier? Überall Bier. Hä? Mann. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Schneemobil-Ski. Aha. Also, eins muss ich mal sagen. Die Leute, die hier gewohnt haben, die haben definitiv ein Alkoholproblem. Muss ich ganz klar sagen. Also, hier, eine richtige Bierspur. So, was haben wir hier? Oh, 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 meine Lieben, oh, oh. Wohin waren wir als Erste drin? Da oder da? Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Okay, wir gehen da rein. Scheiße, egal. Wir haben auf jeden Fall, warte mal, was war das? Genau, ein Foto machen. So, Karl, mach ein Foto. Bitte lächeln. So, das behalten wir natürlich, das Bild. Und dann gehen wir da mal rein. Another worrisome victim of this ice. This one seemingly petrified in action. The poor man, before being frozen solid, seemed to have been defending the entrance to his cabin. But from what? Tja, meine Lieben. Der hat auf jeden Fall versucht, das Ding hier zuzuhalten. Können wir das untersuchen? Warte mal, nee, ich will davon ein Foto machen. Nee, Inventar. Ausrüstung. Ausrüstung, ne? Kamera. Hier, komm. Ah, und ein Foto. So, bitte, ja, na, noch ein bisschen. Nach ein bisschen nach hinten lehnen. Ja, ja, so. Ja, komm, gib mir dein schönstes Gesicht, Baby. Komm. So, sehr schön. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Auf jeden Fall. So. Neuer Notizbucheintrag. Oh, wir haben wieder eine Vision. Eine Vision. Oh weia. Oh weia. Okay, was ist hier los? Nee, das ist ein UFO? Das ist ein UFO. Das ist ein UFO. Ey, ich hab's euch immer gesagt. Ich glaube an Außerirdische. Okay, der hat definitiv was... Wow. Wow. Hat da... Okay, da hat was geklopft. Und nun? Hä? Oh nein. Da ist was runtergefallen. Es brennt. Oh nein, er kommt nicht mehr raus. Nee. Hallo? Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, meine Lieben. Hallo? Hä? What the fuck? Okay, da oben? Ach so, da oben. Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it.
But Carl didn't know how to reach it. Tja, Carl. Raumschiff reparieren ist ja. The shape of this machine, almost straight out of Star Trek, was out of the ordinary to say the least. It felt like this thing could fly up into space at any moment. Ist das geil. So viele Flaschen Orangensaft. Okay, bin kein Freund von Orangensaft. Was ist denn los, Karl? Karl, ist dir kalt? Karl, Karl. Oh, wir müssen lesen. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind. For him to still keep this around. Also ich bin ja auch ein absoluter Freund von der Mondlandung. Warte mal, wenn das Bett in der Werkstatt steht, stimmt etwas nicht. Wieso? Ist doch in Ordnung. Ich meine, es gibt doch so Menschen mit so Hobby, so. Ist ja Raumschiff geil. Was ist das? Scheinwerfer. Okay. Also hier ist auf jeden Fall erstmal nichts. Nichts. Auf jeden Fall, da ist auch nichts. Okay, ja, ich sehe ja schon die Kiste. Was ist denn da? Ist das Öl oder was? So. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Okay, wir müssen da oben rankommen. Wir müssen irgendwie da oben rankommen. Eine unbenutzte Falle, die unbenutzt bleiben sollte. Okay. Ja. Tja, wir müssen da oben rankommen. Wir müssen irgendwie da oben. Oh, hier, Leiter. Ich glaube, ich werde die Folge nennen. Ja. Ansonsten gibt es hier weiter nichts. Also, was ist hier? Was? Eine selbstgemachte fliegende Untertasse, was es nicht alles gibt. Ja. Oh, hier. The week of October 5th, thought Carl. That was this week. The plug should have been here by now. So, Notiz an mich selbst. Ich erwarte in der Woche um den 5. Oktober die Lieferung einer Zündkerze. Sie ist bereits bezahlt. Ja, okay, gut. Wir machen mal Öff hier. Schönen guten Tag. So, grüne Milch für die kleinen grünen Männchen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Wir können die Lampe natürlich auch wieder ausmachen. Wir wollen natürlich jetzt mal ein bisschen ernst bleiben. Oh, da ist auf jeden Fall Stimmung drin, ne? Bevor wir da reingehen. Ah! What the fuck? Kick ihn an! Hier! Carl had a hunch that there had got to be a plan somewhere that could help him put this thing back together. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn wir haben ja hier vorne für das Teil, wir müssten natürlich hinten noch irgendwie, aber das wäre unsere Rettung. Was ist? Oh ja, uns geht's nicht gut. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. So, ja, ist scheißegal. Wir müssen hier rein. Wir brauchen. Ich hab doch gerade Musik gehört, sag mal. Ja, das Problem ist, uns ist kalt. Aber wir haben. Doch, hier, da. So, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Komm, lass mich raus. Gib mir Holz. Gib mir Holz, bitte. Gib mir irgendwo Holz. Holz. Hier. So, komm, schnell. Oh, Gott sei Dank. Okay. Meine Lieben, ich würde sagen, wir wärmen uns hier erstmal auf. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich sehe dort Knoblauch mit über diese Kreuze. Ich nehme an, das ist Knoblauch.
Hat vielleicht was mit Vampiren zu tun. Das ist total interessant mit der fliegenden Untertasse hier und alles. Ich werde hier alles unberührt lassen. Alles unberührt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwas verpasst, meine Lieben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir diesen ganzen Werkstatthof hier werden wir mal auseinandernehmen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir hier noch so finden. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei euch für Zuschauen, meine Lieben. Ja, es war mir wie immer eine absolute Ehre. Schaut euch gerne nochmal die letzte Folge an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Und dann, meine Lieben, bis später.